Sie ist nachtaktiv. Ich höre sie die Wasserrohre entlanglaufen. Noch habe ich die Spinne nicht gesehen. Die Geräusche können jedoch unmöglich von zwei, selbst von vier Beinen in dieser Geschwindigkeit und dieser Taktung gemacht werden. Mein Ohr stethoskopisch neben den langen, dunklen Fingernägeln beim trippelnden Doppelquartettstepp am Klappbettskelett. Es müssen acht sein. Der Verdacht von Tastaturtippgeräuschen neben mir, über mir, konnte nicht erhärtet werden. Es klingt doch eher wie ein Nagen. Unaufhörlich, emsig, eifrig. Mache ich das Licht an, ist das Geräusch weg. Mache ich es aus, ist es beinahe unmittelbar wieder da. Unaufhörlich, emsig, eifrig. Ist das das Geräusch der Dunkelheit? Ist das der Tod? Frisst der Tod sich vielleicht gerade durch zu mir? In der Nacht? Von allen Seiten? Wie die Biber? Ist das möglich? Dass ja keiner ihn auf frischer Tat ertappt? Was? Klein und emsig? Unser großer Tod? Nicht zu glauben. Und ungläubig fallen wir um.